Sponsoring der Sprinterin Ricarda Lober, der deutschen Meisterin 2015 mit der 4x100-Meter-Staffel. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fatih. Meine Kanzlei befindet sich in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg, in der Nähe des Heidelberger Bismarckplatzes und des Adenauerplatzes. Gegenüber meiner Kanzlei befindet sich das Carré. Seit dem 28. Dezember 2015 sponsert die Kanzlei Fatih die Leistungssportlerin, erfolgreiche Sprinterin und Hürdensprinterin Ricarda Lober mit einem monatlichen substanziellen Geldbetrag. Die Kanzlei Fatih freut sich mit dem monatlichen substanziellen Geldbetrag an Ricarda Lober, einen Beitrag leisten zu können, damit die Athletin sich noch zeitintensiver dem Spitzensport zuwenden kann. Ricarda Lober ist sehr zielstrebig und diszipliniert. Am 26. Juli 2015 hat Ricarda Lober mit der 4x100-Meter-Staffel bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Nürnberg die Goldmedaille mit der MTG-Staffel gewonnen. Mit guten Wechseln erreichte diese Staffel bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften im Grundig-Stadion in Nürnberg gemeinsam mit Ricarda Lober Stadionrekord. Die Staffel bestand aus insgesamt 4 Läuferinnen. Das Grundig-Stadion wurde bereits 1928 eröffnet. Letztmals waren bei deutschen Leichtathletikmeisterschaften nur die Läuferinnen der LG Olympia Dortmund 2001 in Stuttgart zuvor schneller gewesen. Es ist also die seit nahezu 14 Jahren schnellste Zeit, die die 4x100-Meter-Staffel von der MTG zusammen mit Ricarda Lober am 26. Juli 2015 im Grundig-Stadion in Nürnberg gelaufen ist. Ein Grund für das Sponsoring von Ricarda Lober ist, dass diese nicht nur eine exzellente Staffelläuferin ist, sondern auch eine Hürdenspezialistin auf 160 Metern. Der Hürdensprint ist technisch schwieriger als der übliche 100-Meter-Sprint, der auch Flachsprint genannt wird. Am 14. Juni 2015 ist Ricarda Lober bei den deutschen U23-Meisterschaften in Wetzlar deutsche Meisterin geworden. Sie hat also dort im Juni 2015 die Goldmedaille gewonnen. Auch mit der 4x100-Meter-Staffel ist Ricarda Lober bei den deutschen U23-Meisterschaften in Wetzlar im Juni 2015 deutsche Meisterin geworden, hat also hier auch die Goldmedaille gewonnen. Frau Lober, Sie haben Ihre Zeit im Hürdensprint von Ende 2014 bis Juni 2015 um fast eine halbe Sekunde verbessert. Wie häufig und intensiv trainieren Sie, um eine solche Leistungssteigerung zu erreichen? Ich trainiere derzeit 8-mal die Woche, entweder Krafttraining, Hürdensprint oder Sprintausdauer. Da der Sonntag trainingsfrei ist, absolviere ich an manchen Tagen der Woche 2 Trainingseinheiten. Das Krafttraining findet am Olympiastützpunkt in Heidelberg, betreut durch eine Athletiktrainerin, statt. In Mannheim trainiere ich bei der MTG Mannheim, meinem Verein, und werde dort 6-mal die Woche von Herrn Rüdiger Haxen trainiert. Er ist der Bundestrainer des Deutschen Leichtathletikverbandes in der Disziplin 100 Meter Hürden, A- und B-Kader der Frauen. Zur Vorbereitung auf die Freiluftsaison 2015 habe ich an einem 12-tägigen Trainingslager auf Mallorca im Zeitraum vom 19. bis 30. April 2015 teilgenommen. Darüber hinaus durfte ich Ende des Jahres 2015 an einem vom Deutschen Leichtathletikverband organisierten Trainingslager in Stellenbosch in Südafrika teilnehmen, um mich dort gezielt bei warmen Temperaturen auf die Wettkämpfe 2016 vorzubereiten. Durch das Klima kann der Körper nach harten Trainingseinheiten dort schneller regenerieren. Ich studiere an der Hochschule Ansbach Internationales Management. Dieser Studiengang ist speziell für Spitzensportler als Fernstudium konzipiert. Im Moment studieren dort mehr als 130 Nationalkaderathleten. Das Sponsoring durch die Kanzlei Fatih erlaubt es mir, mich in zeitlicher Hinsicht noch besser auf die Wettkämpfe des Jahres 2016 vorbereiten zu können. Hierfür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ricarda Lober hat bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn in Estland im Juli 2015 das Finale im 100-Meter-Hürdensprint erreicht. Im Jahre 2015 ist sie deutsche Hochschulmeisterin in der Disziplin 60-Meter-Hürden in der Halle geworden. Wir zeigen nun einen Einblick, wie Ricarda Lober trainiert.
Wir haben die Sprinterin zur MTG nach Mannheim, ihrem Verein, begleitet und an den Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und beabsichtigen, demnächst in einem neuen Video erneut zu berichten.